Moin moin und willkommen zurück bei Let's Play Crusader Kings Teil 3 mit mir, The Gentleman, und dem Königreich von Leon. Ja, nach knapp 100 Jahren Spielzeit sind wir mit unserem doch nicht mehr ganz so jungen Herrscher König Alfonso den Siebten von Leon dabei, immer noch Stück für Stück die Iberische Halbinsel von den Muslimen zu säubern, um uns dann nach und nach auch hier unsere Herrschaft über die komplette Iberische Halbinsel zu sichern und das Großreich Spanien zu gründen. Das große Problem dabei ist, letztendlich sind wir schon recht alt, und für die Gründung des Großreichs haben wir den großen Spaßfaktor, sage ich jetzt mal, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird, dass wir hier nur die spanische Halbinsel besitzen, sondern wahrscheinlich sogar noch ein gutes Stück weiter gen Süden vordringen müssen oder ins Frankenreich, vielleicht auch Richtung Bretagne, wo es ja auch letztendlich das Herzogtum von Leon gibt. Das wäre sonst auch nochmal eine interessante Annexion. Sorry. Ja, ansonsten läuft aktuell noch ein schlecht laufender Kreuzzug gegen das Syrische Reich und so den halben Mittleren Osten. Wo wir uns inzwischen schon von zurückgezogen haben, nachdem unsere komplette Armee aufgerieben war. Letzten Endes sind die Truppen, die unsere Verbündeten hier aufgestellt haben, nicht ganz so mächtig gewesen. Da hat sich, würde ich behaupten, unser König ein wenig oder unser Papst ein wenig übernommen. Ja, unser Cousin hat inzwischen das Königreich von Jerusalem unter seiner Fuchtel, was wir beim ersten Kreuzzug erobert haben. Ich hoffe mal, dass da nicht so viele Verluste mit einhergehen durch diesen Kreuzzug, aber das wird man dann sehen. Ansonsten sieht man schon, sind wir auf einem richtig guten Ast. Wir haben fast 50 Gold, die wir pro Monat einnehmen. Wir sind auf der höchsten Prestigestufe. Wir sind auch schon richtig gut, was die Frömmigkeit angeht. Und unsere Dynastie ist inzwischen auch recht berühmt geworden. Nachdem wir ja speziell zu Anfang sehr, sehr viel Unheil über unsere Dynastie gebracht haben. Okay, wir sollten auf jeden Fall diese Verbesserung noch mit reinnehmen, dass wir blaues Blut haben. Oder was würde uns das bringen? Kriegsführungslebenswandel. Ist da, glaube ich, gerade nicht ganz so wichtig. Aber hier bekommen wir auf jeden Fall positiv, gegebenenfalls
bei 30% Chance positive vererbliche Eigenschaften in die Blutlinie. Und wenn wir hier das hier noch mit reinziehen, werden unsere vererblichen Eigenschaften sogar noch zu 30% verbessert, wenn sie sind. Eher gesagt, wenn sie gegeben sind. Da würde ich dann erstmal warten, bis wir noch ein bisschen mehr Ruf unserer Dynastie haben. Nö, und haben wir sonst gerade noch Wichtiges, was aussteht? Wir können Barone erpressen. Wir können Leute einsperren. Bei ihm, da könnte es sich sogar lohnen, die Vasallenbände zu optimieren. Okay, Elvira hat nicht genug Geld. Er auch nicht. Er auch nicht. Dass er sich wirklich rentieren würde. Haben wir etwa mal wieder keinen Hofarzt? Doch. Unsere Frau. Aber dann schauen wir doch erstmal, was jetzt weiter passiert. Verwundet, mein verwundeter Sohn. Infant Diego Alfonsus. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber immerhin nur verwundet. Es wird Zeit, dass euer Sohn behandelt wird. Ich bin mir sicher, dass eine einfache Behandlung gereicht wird. Aber die Wahl liegt bei euch, mein Fürst. Dann tun wir nur das Nötigste. Ah, inzwischen ist auch die Karte drehbar. Interessant. Das habe ich auch noch nicht festgestellt bislang. Okay. Okay, wir können mal wieder Portugal gründen. Das bringt uns aber so kurz vorm Tod nichts mehr, weil wir dann wieder eine Königreichsspaltung, wie wir es hier mit dem Königreich Navarra hatten, wahrscheinlich damit einhergehen wird. Eine schändliche Wahrheit ist ins Tageslicht gekommen. Mein Vasall, Herzog Roman, soll eine außereheliche Affäre mit Bürgermeisterin Flamula haben. Interessant. Sie ist schwanger und Pilger. Interessant.
Und ein bisschen grünes. Achso, da wird auch schon wieder gebaut. Dann verbessern wir doch mal, wenn wir hier was verbessern können. Das waren die Fraktionen. Die Fraktionen sind aktuell noch recht überschaubar. Der große Spaßfaktor ist, dass wir aktuell gerade nicht so viel Sinnvolles tun können. Unsere Truppen regenerieren gerade noch. Und demnächst. Yep, das war nämlich, was ich auch befürchtet hatte, dass wir in Kürze versterben werden. König Alfonso der Siebte von Leon hat Frieden in den Armen Christi gefunden. Im Alter von 66 Jahren. Er starb an einer unbekannten Ursache. Und zwar Altersschwäche. Als gewissenhafter Mann war er bekannt für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten als Ratsverwalter und Herrscher. König Fernando besteigt den Thron. Da er erst 11 Jahre alt ist, wird der Rat ihn in den ersten Jahren seiner Herrschaft unterstützen. Dann sind wir jetzt Fernando der Dritte. Was uns das Leben bei Weitem nicht erleichtert. Denn dadurch, dass wir noch so jung sind, haben wir richtig große Probleme an der Stelle. Okay. Hier könnten wir Fernando einsetzen. Hier können wir Rodrigo einsetzen. Als Kanzler. Da wäre einer von den beiden sicherlich nicht verkehrt. Ich glaube, dann nehmen wir den Roman und als Ratsspitze Maria.
Wir haben jetzt noch die Grafschaft von Leon. Und die Baronie von Ceer als direkte Titel. Ich würde schon sagen, ist hier gerade was passiert, womit ich ganz und gar nicht gerechnet habe. Wir sind immerhin ein Herkules, herrisch und paranoid. Interessant. Das hieß, dass wir irgendwo wahrscheinlich sehr, sehr stark auf eine Kriegerschule hinarbeiten. Wenn ich jetzt mal hier im Filter schaue. Optimalerweise vererbliche Eigenschaften. Altersunterschied 5 Jahre. Wir sind 11. Haben wir hier was Gutes an Partner? Was denn mit ihr passiert? Sie ist verwundet. Mit Herkules und wunderschön wäre es schon mal nicht schlecht. Die Kombination. Ansonsten sehe ich. Ja, ansonsten könnte man auch hier Richtung einer Amazone gehen. Sie ist ein bisschen jung. Nö, das könnte durchaus eine interessante Partie werden. Vor allem, wenn wir unsere Erbfolge im Blick haben. Ja. Übertragen wir ihn, dann ist das, glaube ich, einfacher. Und unsere Mutter kann heiraten. Sie ist 35. Mörderin. Und Amazone. Ich glaube, wenn sie Matrilinea hinheiratet. Wobei, das wäre ja dann auch nicht unsere Dynastie.
gucken wir doch mal, wen wir theoretisch geschickt verheiraten könnten. Außerdem ist gerade die Frage, wo stehen wir überhaupt? Seine Frau lebt noch, seine Frau auch. Die sind ein bisschen jung. Das wäre vielleicht eine Option. An der Stelle bleiben die guten Gene von unserer Mutter, auch wenn es einen gewissen Altersunterschied zwischen 35 und 17 Jahren gibt, innerhalb des Familienstammbaums. Ich glaube, das ist an sich eine ganz geschickte Variante. Dann gründe ich mal das Herzogtum. Was auch hier ein bisschen mein Reich wieder ein bisschen vereinheitlicht, dadurch, dass sie direkt mir unterstellt sind. Macht Sinn, nach Valencia oder die Algarve zu gründen. Ich glaube aktuell noch nicht, weil die Algarve könnte funktionieren. Unser Hofarzt hat noch nicht mal ansatzweise die Qualitäten, Hofarzt zu sein.
Dann sollte ich erstmal einen Arzt suchen. Okay, das hat schon mal geklappt. Seid gegrüßt, mein Lenzherr. Allzu gern nehme ich den Heiratsvorschlag an. Zwischen unserer Mutter und unserem Cousin. So. Wir haben wieder zwei potenzielle Ärzte. Einmal ist er gescheit, erkenntnisreicher Denker und so weiter. Und sie wäre eine Jungjägerin. Die sind beide nicht wirklich so optimal. Aber immerhin wäre er recht gescheit. Ich glaube, da heuern wir ihn an. Ein Leben in meinen Händen. Mein Vormund, Alessandra, hat mich in den Wald geführt, wo ich mit einem Bogen spielen durfte. Ich lief davon und es dauerte nicht lange, bis ich einem verwundeten Reh begegnete, das von mir davon humpeln wollte. Wir könnten versuchen zu erlegen und versuchen ehrgeizig zu werden. Oder wir können versuchen sadistisch zu werden, indem wir es anschießen und qualvoll zugrunde gehen lassen. Nein, wir erlegen es. Und Herzog Alfonso, dem wir gerade einen Vasallen geschenkt haben, und zwar Infant Diego, der möchte gegen mich aufbegehren. Gemeinheit, Gemeinheit. Außerdem ein weiterer ganz großer Problemfall ist, dass hier unsere Spitzelin letztendlich wir sind außerdem koptisch. Interessant. Dass hier unsere Spitzelin uns nicht wirklich mag. Können wir sie nicht beeinflussen? Und warum mag sie uns nicht? Hohe Steuern, kurze Herrschaft, das wird abbauen.
sie ist ein religiöser Eiferer. Interessant. Schön, wir sind inzwischen wieder das Oberhaupt unserer Dynastie. Nach mehreren Rückschlägen und schändlichen Niederlagen endete der Heilige Krieg, den der Papst aufgerufen hat. Was eigentlich was? Oh. Mist, wir sind nicht fromm genug, um einen Krieg zu erklären. Dann warten wir doch erst noch mal ein bisschen ab. Mein verwundeter Vasall, mein Ratsverwalter, Herzog Rodrigo, wurde verwundet und sein Fleisch ist faulig und angespannt. Der Arme. Und Fernando ist gestorben. Sehr, sehr schade. Zumal er eigentlich auch ein Kreuzritter war. Der Arme. Und er war mein Marschall. Also theoretisch könnte ich sagen. Hier setzen wir Maria ein. Das kennt Rodrigo gut. Roman kann eigentlich gar nichts. Dann setzen wir Salvador als Spitzel ein. Infant Jimeno
belästigt mich schon eine ganze Weile. Viele der anderen Kinder hören auf ihn. Und er nutzt seinen Einfluss, um sie gegen mich aufzuwiegeln. Ein Siebenjähriger. Und unser Onkel. Ich schaffe es einfach nicht, dass er aufhört. Ganz gleich, weil ich versuche. Okay. Damit ist er einer unserer Quälgeister. Und wir haben ein paar starke militärische Fraktionen. Das ist nicht gut. Einheit. Forderung des Anspruchsstellers. Wie wir schon vermutet haben, die Jungs, die hätten 700 Mann. 2,3, 3,2K. 2,3K, 1,4K und noch 500. Ich glaube, da werden wir leider Gottes. Uns nochmal überlegen müssen, warum wir das Ganze jetzt genau spielen. Portugal parallel dazu gründen. Was sicherlich ein paar Vorteile hätte, weil dann würde ich zumindest schon mal einen gewissen Grad des Reiches behalten. Nein, wir machen das jetzt gerade nicht, sondern wir ordnen uns aktuell unter. Wir sind damit nur noch
ein einfacher Herzog, und zwar von Asturien in diesem Fall. Ja. Sie haben damit auch gleich schon wieder den nächsten Krieg anhacken. Und zwar gegen Uzigit, was sicherlich nicht so angenehm ist, zumal mein Hauptreich hier unten ist. Und wir dadurch recht schlechte Mannen haben. Der Bursche könnte ein brauchbarer Kanzler sein, auch wenn er uralt ist. Den bekomme ich als Spitzel unter. Als Marschall können wir ihn nehmen. Als Verwalter als Verwalter können wir ihn anheuern. Verlegen wir den Sammelpunkt doch mal nach dort. Oh. Nee, den kann ich wirklich nur hier oben platzieren. Aber heben wir trotzdem mal unsere Truppen aus. Mann sind nicht gerade viel, um hier wieder Fuß zu fassen. König Fernando hat euch als Dynastie-Oberhaupt mal wieder ersetzt. An meinen Lehnsherrn. Viel zu lange habe ich die Erniedrigung durch König
Berengel nutzt gerade den Krieg, um sich an die Macht zu putschen. Aber er ist der Schwächere, Mann. Ja, das ist das übliche Problem, was man regelmäßig hat, wenn die Herrscher zu früh an die Macht kommen. Dann kümmern wir uns erstmal hier um die Jungs. Sowohl Herzog Alva von Kastilien als auch ich genießen hohes Ansehen bei unseren Lehnsherren. Oh, er sieht nicht gerade gut aus. Wenn es jedoch um die Vergabe von Titeln, Ehre, Reichtümern geht, wird einer von uns immer erst untergleichend sein. Die entstehende Zusammenkunft in Zaramosa bietet mir die Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass die Gunst des Königs mir gehören wird. Wir könnten versuchen, mit goldener Zunge zu profilieren. Wir könnten versuchen, auf spiritueller Ebene das Ganze auszumachen. Beides ist an sich nicht wirklich so erfolgsversprechend. Das hier wäre eine 50-50-Chance ungefähr. Wir arbeiten einfach mit ihm zusammen. Die niemals endende Folter von Infant Jimeno
der Infanterieman und mich unterzieht, muss endlich aufhören. Er verspottet mich gnadenlos und ständig werde ich herumgeschubst und gedemütigt. Das kann so nicht weitergehen. Höchste Zeit, da ich ihm zeige, mit wem er sich anlegt. Entweder kann ich mich direkt mit ihm anlegen. Ich gehe auf die kämpferische Schiene und habe mich durchgesetzt. Das klingt schon mal ganz gut. Seid gegrüßt, ich schreibe euch. Bürgermeister Pellaio gemacht habe. Dieser Mann geht hinter. Der geht hinter unserem Rücken miesen Betätigungen nach. Noch mal das Druckmittel von ihm. Der Kinderprediger, ich wurde Zeuge einer interessanten Begebenheit. Mein unbändiger Bruder Rodrigo. Sie lachten und verspotteten ihn eine Weile, bevor er das Geschubse anfing. Trotz des Spottes versuchte er, die Lektion fortzusetzen, bis er der erste Schlag landete. Wir können ihn versuchen zu beschützen. Dafür tapfer werden, das wäre gut. Und er wird unser Freund. Damit würden wir ruhig werden.
Oder wir könnten versuchen, religiöse Eifrat zu werden. Nein, da gehen wir über die Tapferkeitsschiene. Wir haben mal wieder ein paar Mulaviten. Als ich unter den strengen Augen von Alessandra draußen spiele, höre ich plötzlich ein Geräusch. Es ist leise und schwach, aber dennoch zu hören. Ich schaue unter die Hecke, die im Schein in jeder Richtung. Da ein winziges Kätzchen, das ist ganz allein unter einem Dornbusch. Schnappen wir uns eine Hauskatze. Als die Katze auf meinem Schoß sitzt, zufrieden schnurrt, überlege ich, welchen Namen ich ihr wohl geben soll. Samtpfote klingt doch ganz gut. Obwohl Cornelia wohl noch weiß, was ich angetan habe, als wir noch klein waren. Allerdings wird sie langsam erwachsen, daher muss ich meine kindischen Freuden hinter mir lassen und meine Aufmerksamkeit anderen Dingen widmen. Oh, bei Bürgermeister Berengel hat die Katze ein wenig gewütet. Natürlich werden wir euch entschädigen dafür. Jungs, ihr habt hier eindeutig wenig Mana. Mit Hilfe von Alessandra habe ich meine Studien in Sachen Kriegskunst abgeschlossen. Obgleich die höchsten Sphären des Themas mir verborgen blieben, habe ich die Erwartungen aller erfüllt und mehr gelernt als die meisten anderen. Ich bin ein Furtner und ein Herkules, habe eine Kampffähigkeit von 22, bin fähiger Taktiker, herrisch, tapfer, ehrgeizig und ein bisschen paranoid. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht.
Wir sind immer noch mit Rodrigo befreundet. Wir sind auch nicht mehr herrisch, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Wir wählen den Weg der Kriegsführung aus. Und zwar gehen wir auf die Richtung Ritterlichkeit. Wir können Xuana heiraten. Sie ist zwar sicherlich nicht der allerbeste Partner, den wir an der Stelle haben konnten, aber ich glaube, sie macht einen ganz ordentlichen Job. Bei allem 1 und Diplomatie 2. Klingt doch gar nicht mal schlecht. Das wären 2, 4, 6. Dann können sie uns ausgeglichen helfen. Hier unten in den Kampf brauche ich mich nicht einzumischen, weil da haben wir einfach zu wenig Truppen für. Volksaufstand, Volksaufstand. Bisschen Prestige können wir auf jeden Fall gebrauchen, um unsere Stellung zu festigen. Und schön. Ordonio ist inzwischen auch schon mal ein Jungarzt geworden. Das klingt doch schon mal sehr, sehr gut.
Fernando, die Katze muss weg. Meine Gemahlin, Herzogin Suana. Oh, sie hat anscheinend eine Allergie gegen die Katze. Ich glaube, Rodrigo kann der Katze gebrauchen. Erstmal brauchen wir nochmal wieder einen neuen Spitzel. Und der Bursche kann wirklich rein gar nichts. Da heuern wir doch lieber Ines an. Als ich die Stelle inspiziere, fällt mein Blick auf eine Stute. Das Pferd steht abseits von den anderen und wirft seinen Kopf herum und stampft mit den Hufen. Ich bewundere es. Seine starke Hinterhand und den edlen Hals. Dieses Tier hat einen vorbildlichen Körper und ein übles Temperament. Ich habe noch nie ein derartiges Schlachtross gesehen. Aber der Stallmeister beharrt darauf, dass das Tier sich jeder Ausbildung widersetzt. Versuchen wir es doch mal. Seid gegrüßt. Das klingt doch auch schon mal gut. Ansonsten, wer ist denn eigentlich auf den Königstitel der Erbe? Also, den Titel bekomme ich nicht ohne weiteres an der Stelle. Dann würde sich zum Beispiel die Frage stellen, wie bekämen wir es hin, dass wir brauchbar unser Königreich zurückbekommen? Wir sind inzwischen richtig, richtig schwach wieder. Erstmal aufgelöst werden. Ich
wir gehen parallel dazu auf die Jagd. Das Pferd legt die Ohren ein, als ich mich nähere. Es ist mehr als deutlich, wie sehr es mich verachtet. Dieses erste Treffen ist wichtig, wie ich mir das Vertrauen und den Respekt des Rosses sichern möchte. Und ich muss mich entscheiden, wie ich es angehe. Ich kann es versuchen mit ruhiger Hand. Ich versuche die ruhige Hand. Welch überwältigendes Gefühl. Das starke Tier folgt jedem meiner Befehle. Nun, da ich sein Vertrauen gewonnen habe, scheint es mich beinahe ins Herz geschlossen zu haben. Ich hätte gerne ein Schlachtross. Und wir werden ein standhafter Anführer. Wobei. Das ist natürlich auch gar nicht mal so verkehrt, um langsam uns wieder hochzuarbeiten. Ja, den brauchen wir in jedem Fall. Das Pferd bewundere, dass nun jedem meiner Befehle folgt, sinniere ich darüber, wie ich es wohl am besten benennen soll. Nehmen wir etwas Mythologisches. Boreas, der altgriechische Gott des Nordwindes. Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legende halten, vielleicht gar für eine Gottheit in verwandelter Gestalt. Werden groß, aber gewaltig. Auch nachdem die Bestie verwundet war, dauerte die Verfolgungsjagd einen halben Tag lang. Sie ist nach wie vor ein beeindruckender Anblick, auch tot am Boden vor mir. Ich könnte eine Jagdtrophäe aufhängen oder mich bei meinem Bruder einschleimen. Die hänge ich mir selbst auf. Die Jagd nähert sich ihrem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute, anderweitig erlegtes Wild, für die Rückreise vorbereiten. Trotz aller Schwierigkeiten lief die Jagd sehr gut. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Der große Spaßfaktor, den wir haben werden, ist wieder unsere Macht Stück für Stück auszudehnen. Bis wir stark genug sind, wieder den Königstitel von Leon an uns zu reißen.
Und wir nehmen den Glauben unserer Frau wieder an, werden wieder katholisch. Mist, wir haben keine 250 Frömmigkeit. Und meine Gemahlin ist schwanger. Das klingt doch schon mal gut. Und dann warten wir erst mal einen Augenblick ab. Oh, wir sind jetzt Ratsspitzel. Interessant, interessant. Turnierprobleme. Freuen wir uns weiter mit unserem Bruder Rodrigo an. Außerdem, was möchtest du denn mit einer Kriegerausbildung? Das Ränkespiel ist doch viel eher deines. Der Lombardei könnte man sich anfreunden. Er hat noch ein bisschen Zeit. Nein, unser Erstgeborener heißt wieder Alfonso. Er ist stattlich und kerngesund. Das ist auch richtig genial, die Kombination. Und unsere Schwester ist im Alter von 4 verstorben. Bei einer Belagerung. Ich besuche Rodrigo, um zu sehen, wie es der Katze in seiner Obhut geht. Er fängt mich draußen, doch von der Katze fehlt jede Spur. Oder spielt sich hier irgendwo. Ich schaffe es nicht, mir in die Augen zu schütteln.
Schade, schade, schade. Ich sollte ein Fest mal veranstalten, um ein bisschen Fischfutter plus zu werden. Willkommen, meine Freunde. Mitten während der Feierlichkeiten treibt mich deutlich mehr um, wie gut man diese Halle verteidigen könnte. Sollte hier jemand einen Angriff stattfinden, befinden die sich der niedere Adel in unmittelbarer Gefahr. Alle anderen könnten ein kleines, behilfsmäßiges Bollwerk aus den großen Tischen errichten. Das zumindest ein wenig Schutz bote. Wie würde man nun wohl einen Gegenangriff antun? Okay. Das Festmahl ist voll im vollen Gange. Unsere Gäste freudig essen. Tritt Miljanja, unsere Mutter, an uns heran. Ja. Ehre, wem Ehre gebührt. Unsere Frau wird passend gelobt. Lass meine Gäste gehen. Kann ich mit Stolz sagen, dass das Fest mal ein Erfolg war. Dies konnte nur stattfinden, weil meine Gemahlin so viel Einsatz zeigte. Und als sie die letzten Gäste verabschiedet, bekomme ich ein Gefühl der Dankbarkeit. Sie ist wieder schwanger. Das klingt doch sehr, sehr gut. Rodrigo ist über den Verlauf des Krieges besorgt. Oh, schön. Er hat uns Geld geboten, dass wir hier den Krieg unterstützen können. Aber den lassen wir einfach ins Leere laufen. Mit dem Kind in den Armen trifft der Blick von Herzogin Xuana auf meinen. Er ist voll von Liebe und Hingabe. Mein Schatz, lasst ihn uns Fernando nennen, nach euch. Dann machen wir das doch, liebste Frau. Ein berühmter Ausbilder ist an mich herangetreten, nachdem er Gerüchte über mein mächtiges Schlachthaus gehört hat und bietet mir nun seine Dienste an. Alles, was ich im Gegenzug dafür verlange, ist eine kleine Vergütung. Es muss noch stärker werden. Boreas ließ sich gut ausbilden. Und die ersten Ergebnisse waren
auch gleich zu sehen. Vom Schlachtross ist er nun ein starkes Schlachtross geworden. Okay. Den Krieg haben wir verloren. Heute beobachte ich Bürgermeister Martin dabei, wie er einige seiner Aufgebote ausbildet, aber die Rekruten unter seinem Befehl innen mehr einem wilden Mob als einer Armee. Ich schaue weiter zu, als er verzweifelt versucht, die Lage in den Griff zu bekommen. Aber er ist eindeutig überfordert, ob schon es nie einfach ist, neue Soldaten auszubilden. Muss er unbedingt besser werden. Wir können versuchen, ihn auszubilden. Wir können versuchen, uns mit ihm anzufreunden. Wir können ihn schelten. Freunde kann man, glaube ich, nie genug haben. Gehen wir auf eine Pilgerreise nach Jerusalem, bitte. Auch wenn es nicht günstig wird. Wenn ich mich auf meine Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die Himmelsscheinheit vor allem Unheil beschützen wird. Ich werde lange weg sein und ich kann nur beten, dass die Mächte des Gutes auch über mein Reich wachen werden. Vorzug. Und zwar einen standhaften Anführer. Ich komme an ein Lagerfeuer vorbei. Neben einer meiner Mitreisenden eine Geschichte über einen Herzog erzählt, die er irgendwo aufgeschnappt hat. Die Menge tobt vor Lachen, als ich mich näher schweigen alle, mit Ausnahme des Erzählers. Ah, keine Sorge, mein Fürst. Ihr seid ganz anders als das Schwein in dieser Geschichte. Es geht um den Herzog eines fernen Landes namens Asturien. Ach, tatsächlich, erzählt mir mehr über diesen Herzog. Oh mein Gott. Als meine Gruppe sich anschickt, das Lager abzubauen, bemerke ich großen Aufruhr in der Nähe. Als eine nackte Frau auf dem hohen Felsen geklettert und predigt vor der versammelten Menge. Die Erbsünde befleckt doch immer unsere Seelen. Meine Freunde. Doch das ist... das muss nicht sein. Wenn wir unsere Gewänder ablegen, können wir die verlorene Unschuld Adam und Eva zurückgewinnen. Dann, nur dann wird der Heilige Geist uns als würdig betrachten und uns Gottes wahre Liebe zeigen. Ketzerei, holt sie dort runter. Vor allem das Schöne ist, dass ich jetzt schon genug Frömmigkeit habe, um wieder zum Katholizismus zurückzukommen. Dann ernennen wir einen neuen Ratsspitzel. Und zwar erstmal Pschimmissel. Oder so ähnlich.
Und hier ist Martin, nicht viel schlechter. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Keine andere Stadt dieser Welt hat eine Geschichte wie Jerusalem. Neben vielen anderen heiligen Städten gibt es auch hier die Grabeskirche. Die über jeden Ort erbaut wurde, an dem die Kreuzigung, die Grablegung und Wiederaufstehung Jesu stattfindet. Als ich vor dem Tempelberg stehe, meine Hand auf die Westmauer, denke ich darüber nach, was so alles auf meiner langen Reise in diese legendäre Stadt geschehen ist. Schön, damit sind wir auch endlich wieder ein Pilger. Und dann können wir nämlich jetzt auch wieder den Glauben annehmen von unserer Frau. Und mein Hofarzt ist inzwischen auch Arzt geworden. Folterer. Auch nicht schlecht. Ein riesiger Folterer, um genau zu sein. Interessant. Und Juan ist mein neuer Bischof. Ist gar nicht mal so schlecht. Irgendwas muss ich doch hiermit anstellen können. Mit dem Hook. Aber lass mich mal lügen. Wenn ich gegen ihn gerade nichts machen kann, ist immerhin eine Sicherheit gegen ihn. Das ist ein bisschen schade, dass wir da nicht sonst halbwegs was anstellen können mit. Vererbt den Titel. Ah, da unten hat er noch weitere Ländereien. Wisst ihr was? An dieser Stelle würde ich jetzt Cut einplanen und einfach mal schauen, dass wir sozusagen dann weiter gucken, wo es dann demnächst
mit unserem Herzog Fernando Fernandes hingeht. Er durchaus ganz gute Gene insgesamt mitbringt. Und vor allem auch zwei recht fähige Kinder schon mal eine Mache hat. Das kann durchaus richtig gut noch ausgehen, sobald wir dann wieder mehr als diese eine Provinz hier sozusagen besitzen und dann wieder langsam aber sicher unsere Vormachtstellung hier in Leon bewahrheiten, um dann später die Iberische Halbinsel unter unserer Kontrolle zu haben. Bis dahin, euer Gentle.